Damit begrüße ich euch recht herzlich zurück in der Welt von This War of Mine, Father's Promise. Wir müssen in den Spielzeug laden und bereiten uns vor. So, allerlei Gelumpe nehmen wir mit. Das der hier, zum Kämpfen das der hier und das der hier, auch wenn wir jetzt viel Platz dadurch verballern. Das ist jetzt erstmal wurscht. Es könnte gefährlich werden. Suchen wir Amelia. Ja. Okay. Sind wir mal leiser. Wir wissen nicht, was uns da erwartet. Die sind bewaffnet. Zwei mit AK. Oder zumindest mit einem Assault Rifle. Okay. Ich mag ja nicht, wenn Leute gefoltert werden, also da habe ich keine Skrupel. Der geht jetzt. Was macht der? Ich sehe da auch leider keine Geräuschquelle. Schauen wir mal, was da oben los ist. Es, wie gesagt, nicht, wenn hier Leute gequält werden. Der erste Mord. Bisschen Loot muss auch sein. Naja, okay, war jetzt nicht gerade das Gelbe vom Ei. Könnte der hingegangen sein? Auf dem Stapel Dokumenten liegt eine Notiz zur Kommandostelle. Die Rebellen werden versuchen, die Stadt über den humanitären Korridor zu verlassen. Wahrscheinlich werden sie sich als Zivilisten ausgeben, zum Beispiel Eltern mit Kindern. Lasst euch nicht täuschen, ergreift entsprechende Maßnahmen. Okay, das wäre so oder so in die Hose gegangen. Komme ich da runter? Ich probiere mal hier einen Trick. Gott, das wird so mühsam. Okay, jetzt mal sehe ich schon auf, wenn ich es auch geplündert habe. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt reinstimmen soll oder nicht.
Okay, wir haben hier eine neue Info. Gott im Himmel. Ich hätte jetzt nicht mitgerechnet, dass ich das schaffe. Wir nehmen auf jeden Fall alle Waffen mit. Und wir looten noch ein bisschen, was geht. Aber mit dem können wir eh nicht mehr reden. Da haben wir alles gelootet. Okay, da haben wir alles. Gut, dann da oben habe ich auch nichts mehr gesehen. Vielleicht da noch was zum Verstecken, aber das ist mir jetzt erstmal wurscht. Ach Gott im Himmel. Mach mir das fertig. Ich habe jetzt noch 2 Stunden oder 1 Stunde zum Looten. Dann will ich die Sachen alle mitnehmen. Und so, auf was kann ich wirklich verzichten? Auf dich kann ich verzichten. Auf ein so ein Messer kann ich verzichten. Auf was ich nicht verzichten kann, sind diese Schrottteile. Ja, komm. Na, was? Oh Gott. Ich kann keine Munition mitnehmen. Das brauche ich eigentlich auch nicht. Ich brauche da nichts von Wert. Die Munition ist wichtiger. Also noch schnell schauen. Außer Wasser kann ich eventuell auch noch verzichten. Ah, jetzt ist er schon unten. Komm. Zieh durch. Ich brauche auf jeden Fall Bauteile. Okay, muss er doch nochmal auch. Bauteile nehme ich mit, alles andere nicht. Sehr schön. Und jetzt müssen wir noch überlegen, auf was verzichte ich gerne. Aufs Wasser. Das heißt, ich habe jetzt hier 8, 11 doch noch mitnehmen können. Sehr schön. Und raus. Wir haben die Information, die wir brauchten. Die alte Kirche. Oh Gott. Oh. Oh Mann. Na, wenn mir das nicht gefällt, da jetzt Menschen getötet zu haben. Er ist sehr müde. Was sagt Nibir? Ich konnte den Doktor vor diesen Mördern bewahren und er riet mir, mit Pfarrer Damir in der Kirche zu sprechen. Er weiß, wo Amelia ist. Bald sind wir wieder zusammen. Ich hoffe, ich wünsche es mir für ihn. Und die Falle scheint wirklich für ein Popo zu sein. So, das können wir auf jeden Fall nicht bauen. Das werden wir jetzt mal schnell herstellen. Weil es wird jetzt doch kalt. Und ich hoffe, dass ich jetzt genug habe, zumindest um das abzugraden. Oh weh, jetzt müssen wir schauen, dass wir das halbwegs gescheit über die Bühne bringen. Na komm, gib Gas, Junge, jetzt... Ich hoffe, es geht sich aus. Es geht sich natürlich nicht aus. Okay, dann gehst du trotzdem was essen, auch wenn das jetzt vielleicht noch nicht unbedingt notwendig ist. Aber Nervennahrung ist immer gut. Und dann gehst du liegen. Gute Nacht. Ich lasse das jetzt wieder durchlaufen, dass ich nicht beschissen werde mit den 10 Stunden. Und das machen wir logischerweise offline. Bis später. So, die Nacht haben wir natürlich wunderbar ruhend verbracht. Dabei an unsere Tochter gedacht. Und jetzt gehen wir mal zur Kirche. Müssen wir mal schauen. Wir bereiten uns auf jeden Fall vor. Ich würde sagen, diesmal reicht. Das und eine Schaufel. Nehmen wir mal mit. Wer weiß, was wir in der Kirche haben. Und wir suchen wieder nach Amelia. Ja.
Hätte ich vielleicht doch die Waffe mitnehmen sollen. Bin auch unschlüssig. Das labert er. Seine Tochter ist hier. Wo denn? Ist nicht dein fucking Ernst. Wow. Wir glaubten nicht, dass der Krieg wirklich ausbrechen würde, und dann war es zu spät, um zu fliehen. Die Belagerung nahm mir meine geliebte Barbara und jetzt meine Tochter. Ich musste fast unseren gesamten Besitz hergeben, aber es gelang mir, Medikamente für Amelia aufzutreiben. Mein Bruder wollte Amelia mitnehmen, um mit ihr Hilfe und um ihre Hilfe durch den humanitären Korridor zu gelangen. Ich setzte ihn vor die Tür. Als ich aufwachte, war Amelia verschwunden. Wurde sie entführt? Ich konnte mich an nichts mehr erinnern. Ich muss eingeschlafen sein. Mein Bruder wurde ermordet. Ich fand ihn auf dem Boden liegend in einer Blutlache. Wir haben uns nie gut vertragen, aber seinen Tod habe ich mir nicht gewünscht. Amelia war nicht da.
Ein alter Landstreicher sagte mir, wo ich nach Amelia suchen könnte, jedoch nicht bevor er den Großteil meiner Vorräte an sich nahm, ein geringer Preis für den Hinweis für meine Tochter. Mehrere Soldaten wurden von mir getötet. Ich rettete den Doktor. Er verriet mir den Ort des humanitären Korridors und sagte, dass Amelia unter den Flüchtlingen sein musste. Männer, Frauen und Kinder, die sich bei der Kirche in der Hoffnung, die Stadt verlassen zu können, versammelten, wurden kaltblütig ermordet. Die ungewollten Erinnerungen dieser fatalen Nacht schossen mir in den Kopf. Letztendlich wurde Amelia nicht entführt. Ich hatte versucht, sie zu retten, was mir nicht gelang. Dissoziative Amnesie ist eine Gedächtnisstörung, die sich durch plötzlich retrograden Gedächtnisverlust auszeichnet und durch starken Stress oder einem Trauma ausgelöst wird, wie zum Beispiel den Tod eines Nahestehenden. Die darunterleidenden Personen vergisst das schmerzhafte Erlebnis, als wäre es nie geschehen und ist nicht in der Lage, die Wahrheit zu erkennen. Ja, jetzt machen auch die Depressionen und die Entschlossenheiten Sinn. Im Unterbewussten hat das eigentlich immer gewusst. Wow. Es stellt sich halt die Frage, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, seine Tochter zu retten, wenn man schneller ist und ihr wirklich jeden Tag zu essen gibt, ihr die besten Medikamente gibt? Ich weiß es nicht. Aber wir haben ja zumindest noch ein DLC. Nämlich das mit den Kindern. Keine Ahnung, was der Epilog ist. Vielleicht das mit den Kindern, ich weiß es nicht. Aber das ist eine andere Geschichte. In diesem Sinn wünsche ich euch traurigerweise einen schönen Abend, eine geruhsame Nacht oder lasst es mich anders formulieren. In diesem Sinn wünsche ich euch eine nachdenkliche Nacht und wir sehen uns das nächste Mal. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt, einfach abonnieren. Haut da rein.